Stars aus der Schlagerwelt. Sie sind beliebt, begehrt und erfolgreich, verkaufen Millionen von Alben, spielen in ausverkauften Stadien und haben eigene Fernsehshows. Aber die Stars wissen auch, dass sie nur dank ihren Fans so erfolgreich sind, weil diese Fans sie von Anfang an unterstützt und begleitet haben. Darum wollen die Stars jetzt mal Merci sagen und sich persönlich bei ihrem grössten Fan bedanken. Ja, Jahre nicht mehr gesehen. Und ich helfe ihnen dabei. Das Merci für einen ganz grossen Fan kommt heute von der Musiklegende Pepe Lienhardt. Ich glaub's ja nicht. Ja, salut! Hi. Sani ist seit über 40 Jahren ein treuer Fan von Pepe und heute schenkt er ihr einen unvergesslichen Tag. Herzlich willkommen zur Sendung «Nur für dich». Heute bin ich zu Gast bei einer absoluten Schweizer Musiklegende. Wer kennt ihn nicht? Der Pepe Lienhardt. Und auch er wird einen Fan überraschen. Einen ganz besonderen Fan wird er überraschen. Aber wie genau und wer der Fan ist, das gehen wir jetzt schauen. Aber zuerst schauen wir mal noch schnell in die Vergangenheit. Und zwar in die von Pepe Lienhardt. So kennen wir ihn. Der Swing im Arm, ein Lächeln im Gesicht und das Orchester im Rücken. Als Bandleader hat er Weltstars wie den Frank Sinatra oder Whitney Houston begleitet. Mit seiner Swiss Lady hat er 1977 seinen grössten Hit gelandet. Sein wichtigster Begleiter war aber der Udo Jürgens. Der Pepe hat seinen Freund auf Tournee und bei den Auftritten begleitet. Der Pepe Lienhardt ist im Frühling 70 geworden. Aber ein richtiger Bandleader, der geht nie in Pension. Ich habe mit dem Pepe in seinem Haus das Frauenfeld abgemacht. Hallo. Bergsteigen. Zu dir. Oh, weia. Herzlich willkommen. Du, vielen herzlichen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, mich riesig gefreut, als du hast gesagt, du willst ohne Fehl überraschen. Ja, klar. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann müssen wir jetzt, dann müssen wir uns unbedingt treffen. Du bist seit über 50 Jahre bist du ein Bandleader. Ja. Du bist auf sehr viele Sachen natürlich angewiesen, dass du Erfolg hast, aber auch auf deine Fans natürlich. Ja, auf jeden Fall. Wie wichtig sind die Fans? Ich sage eigentlich immer nur, es gibt zwei Kriterien, auch für meine Zukunft. Die erste ist Gesundheit. Ja. Und das zweite ist das Publikum, das sind Fans. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann musst du kein Konzert mehr machen. Und darum nehme ich Fans sehr ernst. Das habe ich auch gelernt von Udo Jürgens. Da hat mir auch manche Lektionen erteilt. Das Publikum muss man ernst nehmen, muss man respektieren. Und das ist das Wichtigste, weil ohne Publikum geht gar nicht. Und darum sind meine Fans sind mir wichtiger als alles andere. Und ich mache auch meine Musik für die Fans. Ich spiele gerne für das Publikum und Freude an dem, was ich mache. Also ich will die Leute nicht belehren, ich will die Leute unterhalten. Und ich respektiere ihre Gefühle respektieren und auch ihre Sehnsucht. Und das ist mir einfach das Primäre vom Job. Der Pepe, der ist am liebsten ganz nah bei seinen Fans. Es gibt tausend Wege, als Musiker sich auszudrücken. Ich habe immer für das Publikum gespielt. Immer gerne populäre Musik gemacht. Also ich habe nie den Anspruch gehabt, jetzt irgendeine Musik neu zu erfinden. Ich respektiere Leute, die vielleicht schwierige Wege gehen, die immer etwas Neues kreieren, die immer etwas Neues erfinden. Ich bin mehr ein Interpret. Ich tue das auch immer betonen. Ich spiele gerne bekannte Musik, bekannte Melodien, melodiöse Songs, die den Leuten gefallen. Und es gibt auch andere Ideen, die vielleicht den steinigen Weg gehen, eben immer kreativ sein, egal ob es jemand zulässt oder nicht. Aber das ist nicht mein Temperament, das ist nicht mein Charakter. Ich gefalle gerne den Leuten. Pepe weiss genau, wie er sein Publikum am liebsten sieht. Als Entertainer mit dem Saxophon nämlich.
Das Jahr spielt er auf seiner Swing Life Tour in den grössten Konzertsälen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Bebe, du hast einen ganz speziellen Fan. Der begleitet dich schon seit x Jahren immer wieder. Er kennt ihn auch besser. Wie willst du ihn überraschen? Also, ein Fan kennt ja vor allem meine Arbeit, meine Musik. Ja. Und ich denke, als Überraschung werde ich jetzt den Fan mal etwas teilhaben lassen, was ich eben privat mache. Und das wäre? Und ich habe eine grosse Passion für alles, was mit den Vögeln zu tun hat. Ja. Das ist ja auch allgemein bekannt. Ich habe immer Vögel gezüchtet. Und so an einem Tag, wo nicht so schönes Wetter ist, da gehe ich bevorzugt in die Masoala-Halle auf Zürich. Ah. Ja, das ist wie Ferien für mich. Das ist eine wunderschöne Tropenhalle mit tropischen Tieren, alles von Madagaskar. Da kann ich hineinsitzen, stundenlang an einem Tag, wo es vielleicht draußen ein bisschen grau ist. Und ich bin wieder Ferien und fühle mich wohl. Und ich werde jetzt so einen Fan teilhaben an dem. Okay, aber da müssen wir. Ich meine, schön, wenn wir das. Nur so dorthin fahren? Nein, wenn wir das ein bisschen stilvoll gestalten könnten. Wenn du da eine Idee hättest, wäre das natürlich super. Also ist stilvoll eigentlich schon eine Idee. Aber lass mich jetzt noch mal machen. Ja, ich, das organisiere ich. Das in deine Hände. Ich bin überzeugt, dass du das gut machst. Das ist. Und jetzt bin ich gespannt auf den Fan, der von Pepe einen so einen speziellen Tag bekommt. Jetzt in Frediken wohnt sie, Hanni Bossart. Seit ein paar Monaten ist sie pensioniert und vorher hat sie fast 30 Jahre lang bei der Flughafenpolizei in Kloten gearbeitet. Noch treuer aus ihrem Job ist sie nur ein Pepe Lienhardt. Denn seit bereits 40 Jahren schwärmt Hanni für ihn. Am Pepe seine Art von Musik ist ganz speziell, weil ich das Gefühl habe, er erreicht jeden Mensch. Wenn der Pepe swingt, dann fühle ich mich wie 20 Jahre jung. Das ist unglaublich, das Gefühl. Du bist einfach jung. Hanni hat auch das gleiche Hobby wie der Pepe. Sie interessiert sich für Vögel. Und der hat ganz einen besonders schönen Namen. Ich habe einen Zebrafink seit 14 Jahren. Und der heisst Pepe. Den habe ich gezielt nach ihm getauft. Aber er reagiert leider nicht auf den Namen. Hallo Pepe? Ja, komm schauen, was gibt's da was? Und wenn der eine Pepe nicht will, dann gibt es ja zum Glück noch den anderen. Der auf Kommando Musik macht. Wenn ich einen Pepe Lienhardt seine Musik höre, dann nehme ich mir Zeit dafür. Das ist nicht meine Alltagsmusik, sondern das ist etwas Spezielles. Dann mache ich meine Augen zu in meinem Stuhl rein und dann tauche ich ein und vergesse alles um mich herum. Hanni hat eine schwere Zeit hinter sich. Die Musik von Pepe Lienhardt hat sie getröstet und ihre Kraft gegeben. Ein Lied ist ihr besonders wichtig. Also, es hat eine Zeit in meinem Leben, ich hatte Krebs. Und da konnte ich manchmal einfach zur Nacht nicht schlafen, weil die Gedanken halt gekommen sind. In dieser schweren Zeit habe ich das Lied «Moonlight Serenade» viel gehört. Da bin ich meine Sorgen wieder ein bisschen los gewesen. Und das werde ich ihm nie vergessen. Hanni hat dem Pepe erzählt, wie fest ihr das Lied geholfen hat. Kurz darauf hat er ihr ein Notenblatt von der «Moonlight Serenade» mit einer persönlichen Widmung geschenkt. Wo der Pepe mir das Notenblatt gegeben hat, ist mir zum einen die Zeit wieder hochgekommen, die ich erlebt habe. Und zum anderen habe ich gewusst, jetzt habe ich es überstanden. Jetzt ist alles wieder gut. Hanni erwartet mich bei ihr daheim. Sie hat das Gefühl, wir machen eine Sendung über den Pepe und ich will irgendeinen Fan interviewen. Dass eine so eine grosse Überraschung auf sie wartet, das ahnt sie denn noch nicht. Hanni, jetzt erzähl du mir, wie hat das alles angefangen? Wann bist du wirklich das erste Mal auf Pepe oder schon nur auf seine Musik vielleicht aufmerksam geworden? Ich bin das erste Mal auf den Pepe und seine Musik gekommen. Das war im 1977. Da sind wir geschwofen auf Luzern. Geschwofen? Ja. Mit wem bist du geschwofen? Mit meiner ersten grossen Liebe. Oh. Und das hat man ja dann noch so gemacht, gell? Am Samstag. Du schon? Tanzen. Ja, das hat man da noch gekannt. Da hast du eben auch noch richtig tanzen können, weißt du? Ja, das war schon ein grosses Orchester dabei. Genau. Und dann bist du.
Ein Zufall, oder? Ja, das war ein reiner Zufall. Da hat der Pepe gespielt mit seiner Band. Und er hat so Glenn Miller Sound gespielt. Und man konnte wunderbar tanzen. Und da bin ich eigentlich das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden. Auf die Musik und den Stil. Bis dahin hat mir das nicht viel gesagt. Hat es dich dann eher, also durch die Musik hat es dich dann eigentlich gepackt, so Fan zu werden von Pepe, oder? Oder wie ist das gegangen? Es war durch die Musik. Und durch das habe ich mich natürlich auch beschäftigt mit dem Bandleader und habe gedacht, ja, jetzt möchte ich mal mehr wissen über den. Was waren so die ersten Schritte, wo du quasi, wo dann in dein Leben treten? Was war so der erste Schritt? Hast du so Zeitungen? Oder dann war sein grosser Durchbruch mit der Swiss Lady. Was hast du denn gemacht? Zeitungen gesammelt? Da habe ich natürlich Platten gekauft, CDs und Zeitungsartikel. Klar, jeder fast, den ich verwünscht habe. Das ist heute nicht mehr so. Das mache ich nicht mehr so. Also ich bin nicht mehr der Fan, der da Zeitungsartikel sammelt. Wenn ich das ein bisschen umschaue, ich sehe nur ein Foto von ihm. Mhm. Ich sehe keins von dir, mit ihm. Warum denn das nicht? Ja, das ist so eine Sache mit dem Foto, mit dem Pepe und mir. Ich habe mich nie getraut, zu fragen, ob wir eins machen. Ist das so die Frage, die du ihm einfach mal stellen willst, aber die bis jetzt noch nicht erst gekommen? Ja, aber definitiv. Das muss ich nachholen, ja. Meinst du, traust dich das nächste Mal, wenn du ihn siehst, bei einem Konzert oder so? Ja. Oder muss dir noch jemand ein bisschen hinterher einen Stopp geben? Ich brauche noch einen Stopp. Ich habe gesagt, du hast extrem viel Schätze vom Pepe hier. Jetzt musst du mir da mal ein bisschen helfen. Also zum Beispiel das Jacke hier, Das ist das bekannte Jacke, das er angehört hat im 77. Alter, jetzt muss ich studieren. Im 77. Genau, ja. Mit der Swiss Lady ist das. Mit der Swiss Lady zu London am Grand Prix d'Eurovision den 6. Platz geholt haben. Ich sehe da Zeitungsartikel von Pepe, die du gesammelt hast. Das sind ja ganz alte Sachen. Oh, da haben wir jetzt natürlich das. Ja, es war ihm dann schon ein bisschen zu eng. Ja, das ist schon. Ich glaube, das ist eingegangen. Definitiv. Da hat er noch einen Schnauz. Ja, sag nicht. Wie hat er dir besser gefallen? Mit oder ohne Schnauz? Ohne Schnauz, ganz klar. Ohne Schnauz? Ohne Schnauz. Wann hast du das letzte Konzert von ihm besucht? Das war das letzte mit dem Udo Jürgens. Bist du denn noch dabei beim letzten Konzert im Hallenstadion? Das habe ich noch gesehen, ja. Was ist denn bei dir so im Kopf vorgegangen, wo es plötzlich geheißen, ja, überraschend, Udo Jürgens ist gestorben? Da habe ich gedacht, wo das passiert ist mit dem Udo Jürgens, jetzt ist ein Teil von Pepe gegangen. Ein grosser Teil von seinem Leben ist jetzt auch nicht mehr da. Und es war sicher ein ganz grosser Verlust für ihn. Der Udo und der Pepe sind nicht nur zusammen auf der Bühne gestanden, sie waren auch enge Freunde. Der Pepe und sein Orchester haben den Udo musikalisch begleitet, über 37 Jahre lang. Die zwei haben sich musikalisch und menschlich blind verstanden. Er war mir schon in ganz vielen Belangen ein Vorbild, ein guter Freund. Und darum vermissen wir ihn halt auch jetzt. Udo war sehr vorbildlich im Umgang mit seinen Fans. Das konnte man von ihm lernen. Der Respekt, er hat das Publikum extrem ernst genommen. Er hat die ganzen Briefe beantwortet. Manchmal hat das natürlich gedauert. Es waren immer sehr viele Briefe. Er hat auch bis fast am Schluss, also als er schon über 70 war, Autogramm gegeben. Stundenlang zum Teil. Und dass er einfach die Leute respektiert hat. Er ist auch nie zu spät gekommen. Ich habe 37 Jahre mit ihm geschafft. Er ist nie zu spät zu einem Soundcheck gekommen. Auch sehr vorbildlich für meine Musiker gewesen. Also man hat dann gewusst, dass die Leute nicht drin sind, nicht Spaß kommt, wenn der Chef, der höchste Boss, der uns die Arbeit gibt, so pünktlich ist.
Nur 4 Tage vor seinem plötzlichen Tod hat Rudo Jürgens noch ein ausverkauftes Konzert im Hallenstadion gegeben. Es war das letzte Mal, als Rudo und Pepe zusammen auf der Bühne standen. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommen erst ich. Mit 66 ist noch lange im Hallenstadion beendet ein Kapitel in der außergewöhnlichen Karriere von Pepe Lienhardt. Angefangen hat die Geschichte in den 50er Jahren im Kanton Aargau. Andere Buben, die wollen Feuerwehrmann oder Pilot werden, aber der kleine Pepe will etwas ganz anderes. Mein Wunsch, mein Traum war immer ein Saxophon. Und meine Mutter hat mir als Elfjähriger ein Saxophon geschenkt auf die Weihnachten. Damals haben schon die Nachbarn das Gefühl, das ist ein bisschen verrückt. In dem kleinen Bub ein Saxophon kaufen. Aber meine Mutter wusste, wie wichtig es ist. Das ist für mich und sie hat mir den Wunsch erfüllt. Schon mit 12 gründet er sein erstes Orchester. College Stompers heisst es. Der College hat sich ergeben, natürlich, wie wir Schüler waren. Und Stomp, das war so ein Stil, so Dixieland. Und das war ja, so eine Kreation. Ich weiß nicht einmal, wer darauf gestoßen ist, aber wir haben doch die ersten paar Jahre College Stompers geheißen. Der Pepe bringt sich auch andere Instrumente bei. Er ist extrem musikalisch und weiss genau, was er will. Also ich hatte eigentlich mit 15 ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich im Baden den Quincy Jones erst mal gehört. Und von da hatte ich den Traum, eine Big Band zu machen. Da habe ich noch Dixieland gespielt und dann ich träume von der Big Band. Und mit 17 habe ich dann die erste Big Band gemacht. Wirklich richtig Big Band mit 28 Mann. Und wir haben auch am Jazzfestival in Zürich gespielt, damals schon, bereits mit 17. Was fesselt diese jungen Leute? Die Ankündigung des 9. Schweizerischen Amateur-Jazz-Festivals in Zürich. Im ganzen Land haben sich die Liebhabermusiker ans Üben gemacht. Das Jazz-Festival, das hat geheißen Zürcher Amateur-Jazz-Festival. Und das ist eigentlich für alle Jazzmusiker von der ganzen Schweiz, auch die welschen Tessiner, ist das der Höhepunkt des Jahres. Auf das hat man geschafft. 1963 habe ich das erste Mal teilgenommen als 17-Jähriger, 1964 wieder und 1965 habe ich dann den ersten Rang gewonnen. Ich habe mich bemüht, alle Instrumente zu lernen. Das finde ich für einen Bandleader sehr wichtig. Ich weiß, um was es geht, aber spielen tue ich richtig Saxophon und Querflöte. Das sind meine Hauptinstrumente. Aber natürlich habe ich auch Klarinette gespielt, ich habe Oboe gespielt, ich habe Fagott gespielt. Auch Trompete und Posaunen im Sextett früher. Aber gespielt eben, das ist alles sehr relativ. Also zur Meisterschaft habe ich es nicht gebracht. Aber ich kann heute beurteilen, was ich da verlange von einem Trompeter oder von einem Posaunist. Und darum ist das trotzdem wichtig, auch wenn ich nicht jedes Instrument jetzt perfekt könnte spielen. Der Pepe probiert, seinem Vater zulieb etwas Seriöses zu lernen und studiert Jura. Aber nach 4 Jahren begräbt er seine Karriere als Anwalt und setzt voll auf die Musik. 1969 gründet er sein Sextett. Die Männer in diesem Sextett beherrschen zusammen 36 Instrumente. Damit sind sie die kleinste Big Band der Welt. Dass es dann auf der Bühne so entspannt aussieht, proben die Musiker täglich. Der Pepe ist nämlich ein Perfektionist. Am Anfang tritt Sextett vor allem in Dancings auf. Thank you.
Das ist die Schweizer Jury für einen Vorentscheid vom Grand Prix Eurovision de la Chanson im 1977. Denen gefällt dem Pepe sein Lied so gut, dass sie ihn an die Vorausscheidung lassen. Sie war ziemlich schlank, sie war gettend schlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Da machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt. Aus Schweizer Publikum findet die Swiss Lady so gut, dass sie der Pepe und sein Sextett auf London an Grand Prix schicken. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Am Ende landen sie auf dem 6. Platz. Die Swiss Lady ist für den Pepe Fluch und Segen in einem. Unser grosser Erfolg, Swiss Lady, ist irgendwie ein Sackgass für uns. Wir sind auf das Lied reduziert worden und ich hatte natürlich immer noch meine Liebe für Big Band als Amateur vor vielen Jahren. Und mein Traum, der ist immer noch da gewesen. Der Traum von der Big Band kann nur wahr werden, wenn sich der Pepe vom Sextett verabschiedet. Ein schwieriger Entscheid. Der Pepe Lienhardt und seine Männer gehören zu den besten Formationen auf europäischem Boden. Die beste Reklame für Schweizer Showbusiness. Und trotzdem, der Pepe Lienhardt hat beschlossen, seine Band aufzulösen. Leider, leider. Aber heute gibt er im Teleboy sein letztes Fernsehabschiedskonzert. Pepe Lienhardt. Ich bin ein Piccolo Man. Ich bin ein Piccolo Man. Ich bin ein Piccolo Man. Es ist zwar kaum zu sehen, aber es klingt wunderschön. Ich bin ein Piccolo Man. Wir mussten ein neues Projekt machen und das war die grosse Band. Es war nicht eine Full Big Band mit 20 Mann, aber immerhin 14 Mann, so zwischendrin eine grosse Showband. Und habe das durchgezogen. Viele Leute haben natürlich gesagt, es ist grösserwahnsinnig in dieser Zeit, jetzt eine grosse Band machen, abgesehen davon, dass wir mit dem Sextett unglaublich Erfolg haben. Aber ich habe gewusst, dass ich das will und dass ich auch nicht als Popband jetzt hier alt werden will. Dazu ist natürlich auch als grosser Glücksfall, dass der Udo Jürgens in dieser Zeit in die Schweiz kam, ins Management von Freddy Burger, von meinem Manager. Und der Udo hat auch von Anfang an gesagt, wenn du eine grosse Band machst, nehme ich euch mit auf die Tournee. Und das war für uns natürlich schon eine Überlebensgarantie. La 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 la. Dank diesem Zufall wird der Pepe Lienhardt zum musikalischen Begleiter von Udo Jürgens. Ich sah auch die Angst, die so viele zur Einsicht bringt. Jemand sagte zu mir, dass die Zukunft gerade beginnt. Und ich sah auf die Uhr. Und man hat damals nie damit gerechnet, dass es jetzt eine Zusammenarbeit gibt, die 37 Jahre dauert. Das ist ja die alle Wünsche übertroffen. Man denkt, schauen wir mal. Und dann plötzlich ist da so fast 40 Jahre daraus geworden. Apropos Wunsch. Wegen dem grössten Wunsch eines Fans war ich ja heute Morgen beim Pepe daheim. Er hat mir erzählt, dass er Hanni Bossart «Merci» sagen will. Sie ist seit über 40 Jahren ein grosser Fan von seiner Musik. Und darum haben der Pepe und ich einen unvergesslichen Tag für sie geplant. Hanni hat keine Ahnung, was heute noch alles auf sie wartet. Zu einem besonderen Tag gehört auch ein besonderes Gefährt. Darum habe ich einen Rolls-Royce samt Chauffeur bestellt. Robert! Hey, ciao! Wir du bist Frossin. Genau, ja. Freut mich sehr. Super. Das ist der Rolls-Royce, den genau. Du hast. Das ist ein 59er Rolls-Royce Silver Cloud. Ja. Also, und, es sieht schon mal hervorragend sieht aus. Super muss sagen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Pepe und Hanni hier drinnen, ich würde sagen, das könnte genial, funktionieren. He? Aber eigentlich müsste da so eine Testfahrt schon drin liegen. Das sollte schon drin liegen. Ich müsste mal schauen, ja, wie das Ding sich wirklich fährt. Willst du es mal spüren? Ja, unbedingt. Dann fahren wir doch rasch herum. Ja. Sehr gerne. Darf ich dein Chauffeur sein heute? Oh, vielen Dank. Hast du mir den Schirm gerade gegeben? Aha. Ja, ja. Vielen Dank. Gut, macht es bequem. Danke. Danke. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Sie ist meine Swiss Lady
und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann sie sicher verstehen. Meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der so ein Album klingt so schön. Ich weiss, es hat Momente gegeben, in denen Pepe seine Swiss Lady nicht mehr hören konnte. Aber es ist und bleibt ein Ohrwurm und sein allergrösster Erfolg. Die Idee mit einem Alphorn in einem Popsong ist so außergewöhnlich, dass der Song überall Aufmerksamkeit erregt. Plötzlich ist das Pepe Lienhardt Sextett populär. Der Anstoß, dass wir überhaupt an die Eurovision gegangen sind, war eigentlich der grosse Erfolg von ABBA. Das war eine Popband, die Eurovision gewonnen hat und dann durch die Decke gegangen ist. Und dann hat uns Peter Reber angesprochen, von Peter Suhmark, und er gesagt, ich hätte eine Idee für unsere Band. Wir sind ins Studio gegangen, haben ein Arrangement zusammengestellt, haben den Song aufgenommen, den wir gewusst haben. Wir sind ganz sofort überzeugt, das funktioniert irgendwie. Originelle Text, eine fetzige Melodie. Wir haben den eingegeben, haben auch prompt an die Ausscheidung können, haben mit grossem Abstand die Schweizer Ausscheidung gewonnen und sind in die Schweiz vertreten. Und dann haben wir eben den 6. Rang gewonnen und es ist ein grosser internationaler Hit geworden in ganz Europa. Und darum gibt es den Song natürlich auch auf Englisch. Es war eine Hitparade in Portugal, in Türkei sogar, in Südafrika, auf der ganzen Welt. Also, das ist schon einfach wegen dem optischen halt, Visuellen mit dem Alphorn, das hat einen wahnsinnigen Eindruck gemacht. Und der Song ist uns natürlich geblieben bis zum heutigen Tag. Jede Guggenmusik spielt Swiss Lady, jede Blasmusik spielt das Swiss Lady Medley. Und ich habe natürlich unterdessen eine entspannte Beziehung zu dem Song. Darum ist der Pepe auch für diesen Spass im Jahr 2010 zu haben. Für einen Fernsehauftritt mit der Band Cool spielt er seinen Hit in einer punkigen Version. Mit der Swiss Lady im Ohr bin ich ins Frauenfeld angekommen. Jetzt müssen wir nur noch den Pepe aufladen und dann überraschen wir seinen grossen Fan, Hanni. Weißt du, wie das Hanni Augen macht, wenn du mit diesem Auto vorfährst? Ja, das gibt natürlich einen Höllen-Effekt. Ja, also ich freue mich auch drauf. Das ist mir auch nicht ein Alter. Nein, also, das ist ein Rolls-Royce. Aber was hast du denn jetzt? Zeig. Komm, schau das an. Der Pepe will mir zeigen, wo er mit dem Hanni her will. Schön. Schau, das ist genial. Also, Chamäleon hat so das? Ja, ja, hat es auch. Ja, ja. Hat auch verschiedene Tiere, nicht nur Vögel. Ja, ja. Super. Die Linien auch, ja, ja. Da bin ich extrem stolz. Und was machen wir denn mit dem Hanni? Also, ich führe sie selbstverständlich um. Mhm. Und ich tue dann auch die Vögel erklären, die man dort drin sieht. Ich bin dich schon einmal gesehen und kenne mich auch aus. Und es ist relativ warm dort drin. Also wie gesagt, es ist tropisches Klima. Es hört sich schön, wenn man am Schluss, ja, nach der Führung, man könnte vielleicht Eis ziehen, so ein Drink. Ist das möglich? Ja, klar, das wäre super. Das machen wir. Komm, das organisiere ich, das bringen wir her. Weißt du, schön, der mit der Ambiance, mit den Vögeln, der ist super. Ja, das wäre genial. Das machen wir. Aber jetzt, was mich noch würde interessieren, was hast du für Pläne in der nächsten Zeit? Es klingt mir gar nicht, als wärst du jetzt da ausruhen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also, das nächste grosse Projekt ist unsere Deutschland-Tournee im Herbst. Wir haben jetzt die ersten zwei Testkonzerte gemacht in Köln, in der Schön. Philharmonie. Wir haben zweimal volles Haus gehabt, Standing Ovation ist richtig. Was hast du im Programm? Wir machen natürlich Swing Live ist das Thema, yeah, mit der Big Band. Wir machen Swing, populäre Art von Swingmusik, also Melodien, Count Basie, Glenn Miller und so. Aber was wir jetzt neu machen, noch eine Hommage an Udo Jürgens. Oh, wo wir aber im Udo seine Lieder bearbeiten. Also nicht einfach ein Imitator, der jetzt Udo singt und wir begleiten, sondern wir haben die alle bearbeitet auf unsere sehr persönliche Art.
So tönt es also, wie der Pepe an seinen Freund Udo erinnert. Mit einer sehr persönlichen Interpretation von «Ich war noch niemals in New York». Wir haben ein Ziel, ein Programm und ein schickes Auto vor der Tür. Aber etwas fehlt noch. Der Pepe will dem Hani ein besonderes Geschenk mitbringen. Ein paar Eier von seinen Araucana-Hühnern. Die sind nämlich grün. Ich glaube, das ist etwas, das man nur zu schätzen weiss, wenn man ein richtiger Vogelliebhaber ist. So wie der Pepe und sein Fan, Hani. So, Mädels, gibt es eine kurze Störung? Entschuldigung. So, alles klar. So, aber jetzt müssen wir los. Oder besser gesagt, der Pepe muss los. Mehr braucht es nämlich nicht für einen Moment. Und den Rest des Tages hat Hanni garantiert nur Augen für den Pepe. Und ich würde sagen, ihr organisiert den Rest. Du konzentrierst dich auf die Überraschung. Ich habe Hanni gesagt, dass wir noch ein paar Aufnahmen mit ihr machen wollen und sie darum zu einer kleinen Rundfahrt abgeholt wird. Aber ein bisschen hinter das Licht führen wollen wir ja zu Hanni schon. Darum machen wir aus dem Pepe einen Mitarbeiter vom Fernsehen. Kurz bevor der Oldtimer beim Hanni vorfährt, muss der Pepe aussteigen. Das Hanni soll sich nämlich zuerst einmal ganz in Ruhe über den Rolls-Royce freuen. So ein schickes Auto erwartet sie nämlich überhaupt nicht. Als ich den Rolls-Royce gesehen habe, da rausstehen, habe ich nur noch gedacht, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Weil in so einem Auto wollte ich schon lange mal sitzen. Und dieser Wunsch hat sich ja dann erfüllt. Und es bleibt nicht der einzige Wunsch von Hanni, der heute in Erfüllung geht. Ich glaub's ja nicht. Ja, Salü! Hoi! Hoi! Hanni. Pepe! Jetzt hat ich dich Gott nicht gekannt. Ja, das wäre die Idee von dieser ganzen Verkleidung. Ja, sag mal! Meinst du, können wir dich aufnehmen? Oder? Ja, ich bin doch gar nicht mehr rausgekommen. Also, das ist jetzt absolut genial. Das ist genial. Ich habe ihn wirklich nicht gekannt im Moment. Als er dann etwas gesagt hat, noch. Da ist mir der 20er runtergefallen und dann habe ich gesehen, es ist der Pepe und hatte enorme Freude gehabt. Jetzt sind wir dich entführen und zwar in Tropen. Wir gehen in die Masoala-Halle zu Zürich. Okay. Du weißt ja, ich bin ein grosser Zoo-Fan. Weiss ich, ja. Und dort drinnen haben wir vor allem ein schönes Wetter als draußen. Wunderbar, ich freue mich sehr. Ja. Als der Pepe mir gesagt hat, wir gehen in die Masoala-Halle, habe ich mich sehr gefreut. Weil er weiss ja so viel von dir. Und ich wusste, ich kann keinen besseren Führer haben in dieser Masoala-Halle wie drin. Als ich mit dem Pepe im Rolls-Royce gesessen bin, haben wir uns unterhalten, ganz normal. Und wir haben Champagner getrunken. Und das war natürlich die Spitze, dass er dabei war und eingestiegen ist und mit mir gefahren ist.
Und das ist erst der Anfang von einem besonderen Tag von Pepe. Nur für dich, Hanni. Das ist der Regenwald am Stadtrand von Zürich. Unter einer riesigen Kuppel leben 45 verschiedene Tierarten. Es ist warm und feucht da drin. Und man fühlt sich irgendwie ein bisschen wie in den Ferien. Ich bin schon vorausgefahren. Schließlich habe ich Pepe versprochen, dass ich mich zusammen mit den Leuten vom Zoo um das Finale von diesem Tag kümmere. Es ist schon besser, oder? Wir werden ja beobachtet. Nein, die Tür kann ich ja noch gar nicht sehen. Wir gehen wieder, versprochen. Aber jetzt brauchen wir den Platz hier auch schnell, ja? Ich glaube, es ist okay für dich. Oh. Wunderbar! Ich mit. Aha, schön, natürlich mit den Blumen. Gut. Und der Freund der kommt schon abrunnen. Ich glaube, er will auch mal auf einen roten Teppich. Siehst du? Schön! Also, ich meine, wenn es ihm gefällt, dann gefällt es dem Hanni sowieso. Definitiv. Der bleibt hier. Dabei ist der rote Teppich eigentlich für die zwei VIP-Gäste gedacht. Für Hanni und für ihren prominenten Zooführer. Es war ganz speziell schön, weil wir haben Hanni eine Freude machen, aber natürlich auch mit etwas, das zu mir passt. Also nicht irgendwie einfach ein Galadini oder etwas. Und ich habe gefunden, wenn ich ihr ja, so meinen Lieblingsort in Zürich zeige, ist das auch ein Teil von mir, den ich ihr kann, an diesem speziellen Tag geben kann. Und es hat perfekt geklappt. Du Herzig. Ja, sag mal. Komm. Komm da. Komm. Wer baut das Nest? Zwiebeln oder das Männchen? Zusammen. Zusammen? Oh, schau, da ist ein schöner. Da hinten ist ein Madagaskar-Wachtel. Ganz hübsch. Oh ja, jetzt siehst du sie ja, gut. Das Männchen, ja. Ja. Ja, die Männchen sind immer schöner als die Zwiebeln. Genau, das ist einfach so. Gemein. Ja, ja, das ist so. Oh, schau, da oben ist ein Affe. Oh ja, jetzt habe ich... Da oben ist ein Affe. Ja. Schöner. Schau da. Ach so was. Ja, rote Ware. Super schön. Ich habe ja vorhin noch gesagt, ich habe noch nie einen gesehen. Da. Jetzt ja, halt da. Jetzt, da siehst du noch dazwischen, oder? Ich jag den anderen Baum ja, aus. Ja, genau. Da hinten. Ja. Der Walter. Siehst du die zwei? Ja. Seht ihr hinten, der Dick? Das ist noch mal einer von denen. Ja. Die siehst du ganz selten da hinten. Ich habe noch nie so viele Tiere gesehen wie heute. Ich habe das letzte Mal, als ich da war, fast kein Tier gesehen, außer ein paar Vögel. Aber was ich heute gesehen habe, war einmalig. Also ich muss sagen, es war heute ein Glückstag. Ich meine, ein Tier kann man ja nicht bestellen. Das ist einfach Tier fotografieren, Tier filmen, ist immer etwas Spezielles. Und so viele Tiere wie heute habe ich ja auch noch nie gesehen. Und ich war schon schön, x-mal da. Aber irgendwie haben sie wahrscheinlich im Hanni Freude gemacht. Alle sind gekommen, die Lemuren, die Vögel, alles hat man gesehen. Es war genial. Man könnte meinen, wir hätten die extra bestellt. All die exotischen Tiere kommen für die Hanni aus ihren Verstecken. Nein, bin ich gewöhnt, schau da alle rum. So schön. Das ist ganz nah. Weißt du, die sind so zutraulich. Oh, hast du gehört? Das ist der. Das bin ich. Nein, sei. Doch. Sieht fantastisch aus und schmeckt auch so fein. Hinter dem nächsten Baum wartet kein Vogel, sondern ein Apero auf die beiden. Sehr schön. Schön. Und wenn mit im Regenwald ein roter Teppich auftaucht, dann darf man sich besonders geehrt fühlen. Bitte? Mit diesem außergewöhnlichen Tag will der Pepe Merci sagen. Für die Unterstützung und für die Treue in den letzten 40 Jahren. Hanni, es gibt es. Es gibt es. Oh, das kommt mir von wie in Thailand. Schon, stellen wir zu. Danke. Auf
euch einen schönen Tag. Danke vielmals für alles. Nein, der Tag. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Schön. Der Tag am Pepe seiner Seite, das war für mich ganz ein spezieller Tag. Ein ganz spezieller Tag, den ich nie werde vergessen werde. Ja. Hey. Gut, noch stören. Oder? Hey, das schön gehabt. Das ist wunderschön, also von meiner Seite her. Das war ein absolut super Tag, ein perfekter Tag in der Masoala-Halle. In der Masoala-Halle. Und dir hat es auch richtig gefallen? Mir hat es wunderbar gefallen, ja. Es war eine total schöne Überraschung. Das freut mich natürlich sehr, wenn es dir gefallen hat. Ja. Und ich weiss genau, du hast ja noch so einen grossen Wunsch, den du dir nie getraut hast, ihn zu fragen. Mhm. Was du immer hast wollen, aber du hast immer... Etwas hat gesagt, nein, ich frage doch nicht. Ja. Wollen wir jetzt den noch machen? Ich glaube, er hilft schon mit. Weißt? Ich glaube, wir durch. Sie wird so gerne ein Föteli mit euch zwei zusammen. Ja, und sie hat sich noch nie getraut zu fragen. Jetzt würde ich sagen, ihr bleibt da. Ich habe von dir daheim, aber noch nie eins zusammen. Jetzt machen wir das ist es. Und jetzt würde ich sagen, ihr bleibt da am Tisch hocken und ich tue euch Föteli. Achtung. Das schönste Lächeln. Meine Wünsche sind alle in Erfüllung gegangen heute. Und ich habe sogar jetzt ein Foto mit dem Pepe zusammen, das ich mir nie vorher getraut habe, zu fragen. Das war ja langsam Zeit. Ja. Und jetzt, Pepe, weiss ich, dass du gerne noch etwas am Hanni sagen willst. Und dazu habe ich hier auch. Und. Also. Hanni, das ist ein Moment, wo ich dir noch danken kann. Weil du bist wirklich eine Treue, die immer in unser Konzert gekommen ist. Wenn man verfolgt, was ich gemacht habe, das ist nicht selbstverständlich. Über so viele Jahre, es ist doch schon 25 Jahre, wo wir uns kennen. Und dafür kannst du ein wunderschönes Blumenstrauß lieben. Danke vielmals. Und vor allem noch ganz persönlich ein paar grüne Eier von meinen Araucana-Hühnern. Das ist so original. Und die sind also nicht angemalt, die sind so. Wie das meinst du, könntest du sie so essen? Die musst du erst noch kochen. Danke vielmals, Pepe. Wo der Pepe sich bei mir bedankt hat für die Treue, wenn man sagen so, dann hat es mich gefroren. Weil für mich ist das selbstverständlich, dass man Musik, die man liebt, schätzt. Und wenn man noch das Glück hat, den Bandleader zu kennen und so einen guten Mensch, dann ist alles perfekt. Es ist ein guter Tag, wenn du lachen kannst. Frei und ohne Angst. Ein guter Tag, wenn du Leute kennst, die du Freunde nennst. Ein guter Tag, wenn du einfach nicht bereust, dass es dich gibt und ein Mensch dich liebt. Ich hoffe, dass du dich an diesen Tag noch lange magst erinnern. Wirklich. Wirst du von träumen können wieder von diesem Tag. Das mag ich, jawohl. Ich wünsche dir alles Gute. Danke und vielmals. Dir seht euch ja sicher wieder an dem Konzert. Und wenn ihr Lust habt, meine Damen und Herren, dann sehen wir uns wieder nächsten Montag, 5 ab 8 Uhr. Auf Wiedersehen miteinander. Dann treffe ich den Kids-Builder Hansi Hinterseer. Er überrascht seinen grössten Fan Doris mit einer privaten Fanwanderung in seiner Heimat. Ja, so ist richtig. Es war ganz ein schöner Tag für mich. Besser hätte es können sein. Eigentlich braucht man im Leben nicht viel. Gell? Am nächsten Montag bin ich nur für dich.